9020:24 Fazit. Der FC Bayern absolviert zweite Hälfte des Topspiels gegen Borussia Dortmund im Schongang und legt nur kurz vor Schluss noch einen Treffer durch Lewandowski nach. Dank einer überragenden ersten Hälfte fegen Gastgeber den BVB insgesamt mit 6:0 aus der Allianz Arena und können nun nächste Woche in Augsburg aus eigener Kraft deutscher Meister werden. Punkt. 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 Bei den Gästen kann man nach katastrophalen ersten 45 Minuten nur dankbar sein, dass der FCB in Halbzeit 2 gnädig war, so dass Dortmund sogar zu einem Pfostenschuss durch Götze kam. Der Borussia fehlte es heute an allem, da dürfte auf jeden Fall Gesprächsbedarf bestehen. Die Bayern haben unterdessen gezeigt, dass sie vor den Wochen der Wahrheit in absoluter Topform sind. Am Dienstag geht es für den Rekordmeister zum Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse nach Sevilla. Dortmund muss erst am Sonntag gegen den VfB Stuttgart wieder ran. Noch einen schönen Abend und bis dann, 9020:18. Die letzte Minute läuft in der Allianz Arena. In wenigen Augenblicken ist der BVB erlöst, 8.720:15 Tor für Bayern München, 6:0 durch Robert Lewandowski. Die Bayern machen das halbe Dutzend noch voll. Kimmich und Müller hängen mit einem Doppelpass am rechten Strafraum sämtliche Gegenspieler ab. Kimmich geht dann zur Grundlinie und legt scharf nach innen. Bürki macht sich lang und kommt noch mit der Hand an den Ball, kann Richtung aber nicht entscheidend verändern und Lewandowski schiebt aus 3 Metern problemlos ein 8.420:14, auch wenn Arjen Robben bei 7 Grad an SEM Lau in Münchner Abend wieder mit seiner roten Strumpfhose unterwegs ist, will der Holländer nicht so richtig warm werden. Punkt. 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 Auch der nächste Versuch, von rechts ins Zentrum zu gehen, misslingt. Das wird wohl ein Comeback ohne Scorer. 8.220:11. Man merkt immer noch, dass Bayern könnten, wenn sie nur wollten. Kaum wird mal ein schneller Doppelpass gespielt, tun sich wieder Lücken auf beim BVB. Joshua Kimmich will auf rechts mit einem No-Look-Pass durchstecken auf Lewandowski, hat seine Fähigkeiten dabei aber dann doch etwas überschätzt. 8:020:09. Jetzt ist der Ehrentreffer für Gäste aber langsam fällig. André Schürrle setzt sich links im Strafraum gut durch und legt zurück an den 16er, wo Lukas Piszczek mit ganz viel Platz ankommt. Der Außenverteidiger kann sich Ecke quasi aussuchen, schießt aber stattdessen genau auf Ulreich. 7820:07. Auch Peter Stöger schöpft sein Wechselkontingent voll aus und nimmt mit Pulisic und Götze beiden, bei einer enttäuschenden Borussia-Offensiv noch am auffälligsten waren, runter. Philipp und Shahin sind drin. 7820:06. Einwechslung bei Borussia Dortmund Bindestrich größer als Nuri Shahin. 7820:06. Auswechslung bei Borussia Dortmund Bindestrich größer als Mario Götze. 7520:04. Einwechslung bei Borussia Dortmund Bindestrich größer als Maximilian Philipp. 7520:04. Auswechslung bei Borussia Dortmund Bindestrich größer als Christian Pulisic. 7420:04. Kurz ziehen Gastgeber nochmal an und schon wird es gefährlich. Über etliche Stationen gelangt der Ball zu Lewandowski. Pole legt sich das Leder 16 Meter zentral vor dem Tor auf rechts und sein Schuss wäre auch genau neben dem linken Pfosten eingeschlagen, wenn Bürki nicht blitzschnell unten gewesen wäre, um den Ball zur Seite zu lenken. Am Torhüter lag es bei den Gästen heute nicht. 7220:01. Die Borussia hat mittlerweile etwas mehr Ballbesitz und kann das Spiel offener gestalten, da Bayern längst mehrere Gänge zurückgeschaltet hat. Punkt. 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 Bis auf den Pfostentreffer von Götze machen Gäste aus ihrem Raum aber recht wenig. 6.919:58. Nach James Rodriguez hat mit Frank Ribéry auch der zweite überragende Münchner Feierabend und darf duschen.
Thiago und Rudi dürfen sich noch für kommenden Aufgaben empfehlen. 6.919:57 Einwechslung bei Bayern München - größer als Sebastian Rudi. 6.919:57 Auswechslung bei Bayern München - größer als Frank Ribéry. 6.719:56 fast der Ehrentreffer für den BVB. Christian Pulisic macht auf links ordentlich Theater und legt dann mit Übersicht zurück an den Strafraum. Dort kommt Mario Götze an Kugel und jagt das Ding mit links flach an den linken Pfosten. 6.619:54 Einwechslung bei Bayern München - größer als Thiago. 6.619:54 Auswechslung bei Bayern München - größer als James Rodriguez. 6.